Unsere Lehrerbildung muss über alle Phasen sich vernetzen. Das heißt, sowohl die erste Phase an der Universität als auch die zweite Phase im Referendariat als auch die dritte Phase, die Lehrerfortbildung, müssen viel besser aufeinander abgestimmt werden und der aktuellen Entwicklung an unseren Schulen und in der Gesellschaft Rechnung tragen.